Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Mechabellum. Gegen den 3550C heute. Noch nie gehört, glaube ich, aber egal. Wir schauen mal rein, was uns die Karten bringen. Der erste lacht mich direkt an. Der Giant SPC. Das ist blöd, das ist blöd, das ist blöd. Jo. Damit wurde die Entscheidung getroffen. Das Sold Marksman habe ich nicht drin. Gut, ich kann ihn trotzdem pushen. Ich muss halt was gegen die Stormcaller machen. Ja, gegen die Arklet natürlich dann da wieder gut gegen, aber ich glaube. Kein Spam zu spielen ist halt auch keine Lösung hier. Irgendwie so, hätte ich gesagt. Das kann so. Ich meine, War Factory ist ja eh kein Ding mehr, ne? Machen wir so. Ja, sein Arc ist natürlich jetzt sehr stark hier, zumindest die beiden. Und ich glaube, dann habe ich auch schon keine Crawler mehr, aber zumindest der initiale Damage der Stormcaller fällt bis jetzt aus. Und jetzt kommt er leider aber halt. Aber dafür sind seine Stormcaller auch gleich tot auf der Seite. Und zwar jetzt. Und jetzt kriegen wir einen Debuff. Also wir haben sehr viel Zeug, aber die überleben das. Das wird die Fangs hier wahrscheinlich noch loswerden und damit. Habe ich eine realistische Chance, die Runde zu gewinnen? Ja, sieht gut aus. Jetzt zwei Marksmen gegen 6 Fangs, das sollte reichen. Schön für Focus Fire, dass auch ja, der jeder Fang einzeln stirbt, wenn zwei Marksmen drauf schießen. Good job. Ich bin aktuell ein Riesenfreund von Mustangs, muss ich sagen. Gerade gegen Stormcaller nehmen wir mit. Nehmen wir einfach mit, weil es nie falsch ist. Freischalten muss ich immer noch. Ich muss ja auch nicht unbedingt zwingen, die. Ich bin Giant SPC, ist auch noch so ein Ding. Ich muss nicht zwingen, diese Runde Mustang spielen. Weiß ich schon wieder gestalkt von der deutschen Community. Aber einfach mehr Crawler finde ich jetzt hier nicht falsch. Und da machen wir das einfach mal. Geben hier das aus, gucken, was er macht. Und packen hier direkt die Flanke voll. Kann so falsch nicht sein, oder? Nee. Mehr Fangs. Und ein Skorpion. Scorpion kann ich mit leben. Hätte ich gesagt. Ich glaube, das ist Soul Scorpion, ne? Achso, ja, okay. Gut, das ist jetzt. Die Mustangs nicht um die beste Antwort gegen. Muss man an der Stelle mal gestehen. Okay, aber jetzt erstmal sieht es gar nicht so schlecht aus hier wieder. Der Debuff durch die Crawler in der Flanke. Die wird er nicht mehr holen. Das Tower-Upgrade hat sich vermutlich gelohnt. Vielleicht war es auch gar nicht notwendig, aber in dem Fall hat es damit geklappt. So. Jo, Fire Badger. Dann nehmen wir die Fire Badger. Was soll man dazu sagen? Einfach zu strong hier. Den Race könnte man auch, aber ich glaube, die Fire Badger sind, oder?
Will eh noch Mustang spielen. Ist die Frage, brauche ich dann die Fire Badger? Das sind drei Stück. Andererseits Kicking komplett used. Er hat eigentlich nichts gegen Anti-Air. Das heißt, wenn ich das hier mache, zwinge ich eine neue Einheit rein. Was soll der Geiz? Wir nehmen ihn mit. Spray natürlich die Marksman ab, was soll's. Und holen uns mal unsere Mustangs. Stellen wir einen hier so hin. Das könnte ganz gut sein. Ich will ihn ungern, wobei ich kann ja echt auch ruhig die Tarantulas stellen. Stellen wir hier einen hin. Ja, ist so ein bisschen schwierig. So vielleicht. Mein Gott, die Firebats sind für ihn hier gut, ne? Keine Frage. Gewonnen habe ich die Runde trotzdem. Weil der Race hier gut ist. Habe ich eigentlich ein schlaues Upgrade auf den dabei? Ne, ich habe jetzt wieder den Standard-Mist dabei. So, also eigentlich bräuchte ich jetzt irgendwas, was seine Scorpions und Firebatcher kontert. Gibt's das? Nicht so richtig, glaube ich. Ja, ich weiß nicht, das hat mir zwar die Runde gebracht, aber die Firebatcher, ich irgendwie baue ich ihn fast schon nach. Mein Anti-Air von ihm kommt jetzt eh, ne? Muss er ja machen. Die Frage ist, in welcher Form kommt es? Hat nicht die Regeneration drauf. Ist auch nicht so tragisch für ihn. Er hat weniger Reichweite durch das Soul. Das heißt maximal 110. Ich glaube, ich könnte hier Fortresses spielen, oder? Wenn ich es könnte ich zwei spielen. Glaubst du früh für Giants? Weil ich bräuchte irgendwas, was die hier wegbämst, gell? Ich mache halt jetzt R plus R, was irgendwie auch nicht so geil ist unbedingt. Muss mich entscheiden. Ich habe keine Ahnung. Anti-Air Marksman macht er. Ich glaube nicht, dass die sind, ehrlich gesagt. Ich glaube nicht, dass die reichen, ehrlich gesagt. Aber wir gucken. Die müssen halt schneller sterben. Okay, die reichen sogar easy für ihn aus. Ja. Okay. Hätte ich jetzt einfach den Overlord nicht gebaut, könnte ich jetzt hier easy wieder aus der Air-Unit rausverkaufen und hätte da zumindest einen kleinen Sieg erreicht. Das schaffe ich jetzt so nicht mehr. Ich gewinne die Runde trotzdem wieder. Einfach weil er zu wenig hat gegen er. Ja. Oder kann man mit dem Overlord nicht ran. Medium-sized Units sind nicht wegen den Scorpions. Senior Manufacturing als Giant SPC.
glaube, ich muss hier Fortresses spammen, ehrlich gesagt. Scheiß drin, machen das einfach. Die Frage, gebe ich denen direkt Reichweite? Muss ich gar nicht unbedingt, ne? Ich könnte denen auch verkaufen, den Mustangs einfach Reichweite geben. Eigentlich bräuchte ich ihn mehr hier drüben, dass er hier auch möglichst bald auf die geht. Boah, Speed noch. Ne, lassen wir weg, machen das noch und let's go. Mal gucken, was passiert. Keine Flanke. Er ist hier auch noch Phoenix-Flanken anfällig, oder? Ja, die Fangs wahrscheinlich behindern das. Ich muss anfangen, die Dings zu verkaufen. Er gibt Napalm aus, okay. Könnte ich mit Schilden so halb kontern. So schlecht läuft es auch gar nicht, muss man sagen. Den Overlord kann ich auch wieder verkaufen, einfach. Noch macht er seinen Job, also. Nimmt er den Sabertooth Level 5, ist hier die Frage. Ich habe keine Ahnung. Ich habe was vor. Wollte ich schon immer mal machen. Ja, vielleicht nicht ganz so weit vorne hin. Machen wir es mal so. Die Frage ist, was für Upgrades gebe ich? Ich könnte natürlich aber Schilde ausgeben. Er würde wahrscheinlich Reichweite ausgeben, ne? Ich glaube trotzdem, dass die Schilde sind. Haben die günstigen Mustangs, also kaufen wir sie auch, oder? Was soll der Geiz? Er nimmt auch die Würmer. Sehr schön. Bin jetzt gerade nicht ganz sicher, wie gut das alles funktioniert, so halb, ne, was ich hier mache. Die Würmer fucken schon ab, aber ich kann jetzt hier einfach gleich. Ja, wobei, es geht so. Ja, doch, die fucken ab. Never mind. Die Wurmplanke war eigentlich ganz cool. Das hat mir nur nichts gebracht, weil ich den Rest hart verloren habe. Vielleicht gewinne ich in irgendeiner Traumwelt die Runde noch. Ah, der ist auch upgraded. Also, okay. Ja. Marksman rausnehmen. Ja, ist zu viel. No, Schaden. Range ist, denke ich, nicht.
Ist es einfach Speed? Ich glaube nicht, ist nicht Speed. Ich will es nicht über Speed gewinnen. Wenn ich den Reichweite gehe, ist alles nicht so geil. Tank Production oder das Schild? Ich glaube, Tank Production ist es, glaube ich, eher. Dann geben wir den mal Reichweite. Er hat Deployment Spec und ich nicht, ne? Natürlich nicht so geil. Klappt das nochmal der Move oder ist das Käse? Ich habe keine Ahnung, wir werden es merken. Wir werden es merken. Ich denke, Temp Range ist es in der Runde auch wichtig. Hier geht es hier voll auf Double Shot auf seine Scorpions. Ja, okay, ich bin glaube ich tot. Ich glaube, das habe ich verkackt. Wobei ich jetzt vielleicht nochmal eine Runde in Overlord investieren sollte, einfach. Bei Overlords mit Artillery-Kanone oder so vielleicht. Und dann gib ihm. Die sind halt zu strong, leider, befürchte ich. Wird einfach gerade. Ja, was hat denn den gekillt, bitte gerade? Egal, wahrscheinlich war noch ein Wurm davor, oder? War noch ein Wurm davor. Vermutlich. Vermutlich. Echt, die Kombi ist einfach hart. Eigentlich muss ich in die Luft gehen, aber da die Marksman gegen. Steel Balls bringt es jetzt hier auch nicht unbedingt. Ja, Steel Balls ist eigentlich richtig scheiße hier gegen. Ich glaube, das war es einfach. Befürchte, das war es einfach, ehrlich gesagt. Also ich probiere es mal mit dem einen Plan, den ich gerade hatte. Artilleriekanone. Den wollte ich verkaufen. Den, ne? Na, wo ist er? Da. Was machen wir noch für Upgrades? Irgendwas Tolles wollte ich noch machen. Irgendwas Schlaues. Wir könnten mal einen Will hier so reinhauen. Da komme ich da jemals hin? Ah, zu spät. Nevermind. Ich hole die Mustang so upgraden, habe ich vergessen, oder? Ne, habe ich nicht. Doch, die habe ich vergessen, ich Idiot. No! Der Beacon geht viel zu weit. Der Beacon geht viel zu weit. Ja, das ist GG. Ach, das ist schlecht gespielt von mir. Eieieiei. GG. Ja, okay, also kann man einfach mal festhalten, das ist schlecht gespielt. Ich hab halt. Ne, ich hätte niemals so hart reingehen dürfen, die Fortresse. Die Kombi ist gefühlt einfach auch strong ohne Ende. Wespen wären hier vielleicht noch eine Option gewesen, aber es hätte ja easy dann wieder nächste Runde kontern können.
Schön zart. Vielleicht war es auch genau falsch, die jetzt hier aufzustellen. Ich hätte einfach irgendwie hier hinstellen sollen, die Würmer besser platt machen. Keine Ahnung. Bin ein bisschen ratlos. Naja, so ist es manchmal. Ich sage danke fürs Zuschauen, gerne ablassen und bis nächstes Mal. Ciao, ciao.